Jetzt bei den Technik-News eures Vertrauens. Brandheiße Facts zum iPhone 6S, zur Apple Watch, zu Logitech, zu Netflix, zu OnePlus 2 und zu einer neuen 360-Grad-Kamera. Und los! 90 Millionen. So viele iPhone 6S hat Apple angeblich bestellt, damit auch bloß niemand lange auf sein neues Smartphone warten muss. 90 Millionen. Oh Mann, so viele Einwohner hat Deutschland noch nicht mal. Beim iPhone 6 und beim 6 Plus waren es gerade mal 70 bis 80 Millionen Einheiten. Apple scheint sich also sicher zu sein, dass das iPhone 6S auf jeden Fall ein Knaller wird. Ein paar Gerüchte sind ja auch schon an die Oberfläche geschwemmt worden. Durch das neue Force Touch Feature, das vom neuen MacBook und der Apple Watch bekannt ist, soll das neue Apple Phone 0,2 mm dicker werden. Na, das klingt ja gerade noch so tragbar. Apropos Apple Watch, die soll sich laut dem Analyseunternehmen Slice Intelligence eher mäßig verkaufen. Die Zahlen sprechen von nur noch 20.000 verkauften smarten Uhren pro Tag in den USA statt 200.000 wie noch am Anfang. Also ist das jetzt mäßig, wenn man 20.000 Exemplare von etwas pro Tag verkauft? Ist wohl also eine Frage der Relation. Logitech bekommt ein neues Logo und die neue Marke heißt jetzt nur noch Logi. Ob das ein News wert ist, sind wir uns selber noch nicht so sicher, aber die Namensänderung soll auch nur der Anfang sein. Ja, wenn's hilft. Und so kurz wie der neue Name ist, dann auch mal die News dazu. Fertig. Unser Kollege Patrick von turn-on.de war am Mittwoch auf dem IFA Innovations Media Briefing in Berlin und hat dort viele neue Smart TVs zu Gesicht bekommen. Und alle Fans von Panasonic oder Sony Geräten und gleichzeitig Abonnenten von Maxdome, WatchEver oder Amazon Prime müssen jetzt stark sein, denn die neuen Fernseher werden einen Netflix-Knopf bekommen. Bei Panasonic sollen zunächst nur neue Modelle aus dem höherpreisigen Angebot eine eigene Netflix-Taste auf der Fernbedienung bekommen. Bei Sony bekommt wohl sogar das gesamte Portfolio einen Shortcut zum Streaming-Dienst. Samsung sträubt sich dagegen noch, gerade weil es eben noch andere Anbieter gibt, die man nicht benachteiligen möchte. Ich meine, wie findet ihr das denn? Guckt ihr Netflix und findet es cool, dass ihr euch bald nicht mehr durch das Menü klicken müsst? Oder ist es eigentlich unfair, dass Netflix hier so stark bevorzugt wird? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. 360-Grad-Videos. Ich meine, versteht mich nicht falsch, aber so ein geiler Scheiß. Ihr habt ja sicher mitbekommen, dass ich großer Fan von sphärischen 360-Grad-Videos bin und jetzt frohlockt mein Herz, denn auf Kickstarter gibt es gerade eine Crowdfunding-Kampagne mit einer neuen 360-Grad-Kamera. Die Sphericam 2 soll vor allem qualitativ den nächsten Schritt machen, denn so cool und einfach die Feature zu bedienen ist, 1080p-Videos sind dann doch nicht so das Gelbe vom Ei, da das Bild ja in die Kugel tapeziert wird und man daher eigentlich immer nicht mehr ein Viertel der Pixel zu Gesicht bekommt, je nach Größe des eigenen Smartphones. Die Sphericam 2 kann allerdings mit 6 eingebauten Kameras Videos bis zu einer Auflösung von 4096 x 2048 Pixel und mit bis zu 60 Frames pro Sekunde aufnehmen. Und vor allem 60 bis 90 Minuten lang, nicht nur 3 Minuten wie bei der Vita. Und sogar RAW-Videos möglich. Oh mein Gott, das klingt doch in der Theorie alles ziemlich nice. Bei den Beispielvideos war das Stitching allerdings noch etwas verbesserungswürdig, da man teilweise sehr stark den Übergang von einer zur anderen Kamera sieht. Daran kann man aber sicherlich noch irgendwas machen, oder? Ich freue mich auf jeden Fall, dass an dem Thema 360-Grad-Videos aktiv gearbeitet wird. Und zum Schluss wollen wir euch noch auf den aktuellen Stand beim OnePlus 2 bringen. Im eigenen Forum enthüllen die Entwickler ja regelmäßig neue Spezifikationen, so auch diese Woche wieder. Bisher bekannt sind ja ein USB-C-Anschluss, ein Qualcomm Snapdragon 810 Version 2.1 und ein Fingerabdrucksensor, der angeblich besser als Touch-ID funktionieren soll. Und seit Dienstag wissen wir auch, dass das OnePlus 2 4 GB LPDDR4 Arbeitsspeicher besitzen wird, die durch den 64-Bit-Prozessor auch komplett angesprochen werden können. Und sogar zum Preis. Es gab eine konkrete Aussage, denn CEO Pete Lau twitterte, dass das OnePlus 2 auf jeden Fall weniger als 450 US-Dollar kosten wird. Da sie das Gerät nicht verschenken werden, sind also Preise zwischen einem Cent und 449,99 $ möglich. Ja, wir sind auf jeden Fall schon extrem heiß auf das Teil und wenn ihr das genauso seid und noch weitere Infos zum OnePlus 2 haben wollt, checkt doch mal unsere letzten News aus und für ein paar Tipps zum Thema Mobilfunk im Ausland haben wir auch noch ein Video hier unten verlinkt und besucht natürlich auch gerne unsere Social-Media-Kanäle, lasst ein Abo da, wenn ihr das immer noch nicht gemacht haben solltet. Und über jedes Like für dieses Video, also Daumen nach oben, freuen wir uns ebenfalls. Und ich gehe mich jetzt so ein bisschen eincremen. Spannend noch ein bisschen.